Muss das aus? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Ach, ist egal. Zieh Leine um. Also nochmal die Flasche nehmen. Auf ein neues. Jetzt kann er. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal ihre Belege durch. Ja. Ich habe hier eine Quittung. Ja, Laugengebäck. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch. Nächste Frage. Hier sehe ich. 1.000 Euro für die Wumbo-Figur. Das hatten wir auch. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt. Nächste Frage. Diese Rechnung. Über 906 Euro für. Das war für Photoshop Philipp. Lizenzen für Photoshop Philipp? Wollen Sie mich schnatzen, Blödelmann, oder was? Zieh Leine und komm her. Was denn? Das war doch hier. Das war doch für die Lizenz von dem. Ach, scheiße, nee, das war die Mahnung für das Foto. Scheiße. Guck ich nochmal kurz Wenn an. Ihr meint, dieser. Dann fragt mal. Oh, da steht ein. Auf ein. Okay, das war die jetzt Abmahnung von dem Typen anziehen. Oder dem Twitter-Foto mit dem. Eduardo, lass mal dem Grüßer von irgendwo. Jetzt gehen wir erst einmal ihre Belege durch. Ja, komm, mach mal. Ich habe hier eine. Laugengebäck. Hier sehe. Wumbo. Nächste, diese Rechte. Eine Urheberrechtsverletzung. Urheberrechtsverletzung? Hm. That's right, Bro. Okay, Digga, dann passt das ja so. Aber wenn sie uns nur einmal bescheißen, dann zieh ich sie Otto persönlich an ihrer zu langen Nase über den Shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah. Ja, haben wir das. Vergammelten Burger. Nein. Federbohr. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Jetzt habe ich eine Feder, immerhin. Sofa, Bass, Gitarre. Ich kann Gitarre und Bass. Ja. Mitnehmen, die Gitarre. Ach, das gibt wieder nur Ärger. Okay, dann geben wir mal den Beef ab, ne? Hier. Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Na gut. Aber ich mag die Rommel. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu! Eine Beef-Bombe von Campino. Da muss aber noch Porto drauf. Porto? Really? Ich nehme mal die Rommel mit, ne? Und dann nehme ich vielleicht Hautschuppen. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Nee, wirklich nicht. Kann man das? Ah, leider keine Lust. Cola ist mein Ist ein Schmusi, das habe ich ja begriffen. Okay, das wäre der Alkohol. So, Alkohol ist da drin. Da passt er nicht rein. Plakate, Plüsch, Trizi, das der Triceratops. Und das ist das Poster mit dem Grüßer da oben. Das sehe ich doch von hier aus. Seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Ach ja, die Abmahnung. Ja. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ach, da war es auch. Stinkefinger-Replika. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten. Nasenschatten-Taschenlampe. Ist das so billig? Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slim. Ich frag mal hier den Großen, ob er mir die. So kriege ich sie nicht auf. Ach komm, der könnte die doch aufmachen. Jutebeutel. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Wilmi-Action-Figuren. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Aber ich hab eine Idee, wie man das aufmachen könnte. Also eigentlich mit dem Hut, da kann man eh nichts machen. Gagmaschine brauchen wir auch nicht. Bällebad. Da war die Karte drin. Wir können ja hier mal den anderen Typen fragen. Claudia Roth kann bestimmt keine Flasche aufmachen. Ja, der Typ, der kann doch irgendwie was dazu sagen, zu den Sachen. Schau mal, was hältst du davon?
Damit hole ich immer mein iPhone aus der Toilette. Aha. Schau mal, was hältst du davon? Lecker Cola. Wie die Mädels von Kein Keks, die wohl immer aus dem Klump rauskriegen. Das frage ich mich auch. Schau mal, was hältst du davon? Ein Toilettenschlüssel. Das ist selbst mir zu obvious. Schau mal, was hältst du davon? Damit füllen wir immer die Jugendsprache in William. Wow. Schau mal, was hältst du davon? Eine Feder. Sind Vögel eigentlich kitzelig? Gute Frage. Schau mal, was hältst du davon? Die Hornhautrommel. Falls man mal was rommeln muss. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kann man doch... Ganz schön dunkel hier. Was riecht denn hier so? Drücken. Ach du Scheiße. Das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Oh ja. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Ein Pömpel, den nehmen wir mal mit. Grimme-Preis, nehmen wir den auch mit. Ich lasse ihn lieber hier. Der goldene Stinkefinger. Ich lasse ihn lieber hier. Komm mal damit. So kriege ich sie nicht auf. Mhm. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz... So, gut, bevor sich mein Sound wieder verabschiedet. Das wäre nämlich nicht so gut. Der Deutsche Fernsehpreis. Auf Nimmerwiedersehen, du Buttplug der Medienwelt. Ja. Handtuchspender. Das ist sicher voller Bakterien. Wie ein Hipsterbad in Mitte. Okay, dann nehmen wir den Klostein damit. Okay. Klostein mit... Richtig, aber am Stück bekomme ich den Klostein nicht rein. Klostein mit Rommel? Igitt! Toll, Klosteinraspel. Leider ist jetzt die Rommel kaputt. Oh. Schön zitronig. Das hätte ich mir... So, was ist hier noch? Irgendwie Papierhandtücher, Spiegel, Waschbecken. Ich glaube nicht, dass man da was von braucht. Schmierereien können wir uns doch mal ansehen. Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Mhm. So ist das. Wandschrank öffnen. Die Tür klemmt. Dann pömpeln wir die doch auf. Die Tür klemmt. Okay, Trichter, Feder, das wird wohl nicht... Oh, dann gehen wir erstmal raus. Was machen wir jetzt? Hier war das. Also wir haben jetzt Trichter. Uns fehlt noch ein Behälter. Das wollte ich nochmal ausprobieren, genau. Hier auch mal mit der Adi-Figur vielleicht die... So kriege ich sie nicht auf. Wohl nicht. Longboard. Kann man mit dem Longboard? So kriege ich sie nicht auf. Man kann auch mit allem Möglichen so eine... Cola-Flasche aufmachen. Mit einem Pömpel vielleicht. Benutze das doch selber. Alter. Nee, da wollte ich nicht hin. Gehen wir mal zu William. Der war doch hier. Und runter. So, haben wir hier vielleicht was? Gurke. Handschellen, nee, damit kann man alles nicht. Okay, Bowlingkugel hat er hier. Bowlingkugel. Ein Pömpel. Warum eigentlich nicht? Pömpeln wir die raus. Keine Chance.
Er hat sie fest in seinen Klauen. Ah, Feder. Die unverkennbare William Cole lachen. Und wir haben eine Bowlingkugel. Ich kann sie nicht greifen. Pömpel? Pömpel! Eigentlich wollte ich mal... Kann man damit... Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Okay, ich dachte, man könnte da was einfüllen jetzt, so als Behältnis. Maske, nee. Gurke, kann man die Gurke mitnehmen? Nein. Dann halt nicht. Was mache ich jetzt hier mit der... Mit der Keule? Botox-Spritze. Kann ich das jetzt vielleicht mitnehmen? Die muss hier bleiben. Das bleibt schön hier. Also kann man nichts mitnehmen hier. Na dann. Den vielleicht. Nee, komm. Nee, da wollte ich nicht hin. Warte. Hier, kann man den mitnehmen? Besser nicht. Den brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden. Okay, was machen wir denn jetzt mit der Keule? Ich habe eine Idee. Wenn man... Vielleicht kann ich dem Typ die Keule andrehen und er gibt mir dafür hier den... Hier, Bart, das habe ich für dich gebaut. Cool, danke. Dafür gebe ich dir mein Brecheisen. Ja, das wollte ich auch. Vielen Dank. Tipptopp-Ding, danke. 1er Arbeitsgerät. So, jetzt kann ich doch... Lieber nicht. Hallo, Brecheisen. Ich will es nicht kaputt machen. Eine Tasse könnte ich mitnehmen, um da das Zeug reinzufüllen. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Aber ich. Also, wir brauchen ein Gefäß, um vielleicht den Hut, um da den Schweiß reinzupressen. Hättest du lieber einen lustigen Unfall oder einen traurigen Geburtstag? Alter, diese Lache macht mir Angst. Was mache ich denn jetzt mit dem Brecheisen? Stromkasten, ne? Partyraum wahrscheinlich. Also der Typ ist weg. Untersuch mal nochmal das Sofa hier. Die Besetzungscouch. Hier wurden viele Karrieren begonnen, aber noch mehr Karrieren beendet. Ja, so ist das eben, weißt du. Drumstick Edelstahl. Ja, haben wir den auch. Gitarre, Bass. Burger braucht man nicht. Können wir mal versuchen, ob ich hier die anderen Schränke aufbrechen kann. Warum? Das wäre ganz schön unkollegial. Warum? Das wäre... Na super, was soll man denn sonst machen? Also ich kann... Benutze das doch selber. Ich will es nicht kaputt machen. Schau mal, was hältst du davon? Das ist ein Drumstick. Motto Kurbel statt Kaubel. Das ist Barts geliebtes Brecheisen. Schau mal, was hältst du davon? Ein Brecheisen. Das wurde mit dem Wandschrank von Ikea mitgeliefert. Okay. Vielleicht mit dem Brecheisen. Warum? Das wäre ganz Ach, schön... Ach komm schon. Also irgendwas müssen wir doch hier machen können. Warum? Das wär... Ach, das ist doch... Was machen wir denn sonst? Moment, ich weiß. Jetzt weiß ich. Da hat doch was geklemmt vorhin. Hier. Mhm.
Tada! Yep. Leider ist das Brecheisen im Arsch. Anscheinend, warum auch immer? Ich lasse ihn lieber hier. Wischmopp Eimerschen? Ich lasse ihn lieber hier. Ein Eimer vom letzten Malle-Urlaub. Tommy Gottschalk? Bist du es? Wischmopp. Ach, ich kann ihn also doch mitnehmen. Ich dachte schon, warum muss ich denn den aufmachen? Okay, also kann ich mit dem Eimer, kann ich jetzt hier endlich den Schweiß pressen? Klingt auch so scheiße. So. Okay, und jetzt? Anscheinend braucht man das hier noch. Passt, jetzt geht das Teil wieder. Ja, und? Okidoki. Riecht wie frisch gepresster Alpakaschweiß. Oh, dann das rein. Da passt er nicht rein. Köstlich. So. Richtig, aber ich sollte die Cola vorher öffnen. Ja, aber wie? Könnt ihr vielleicht die Cola öffnen? So kriege ich sie nicht auf. So kriege ich sie nicht auf. Cola ist mein Schmusi. Sein Schmusi, ja. Die haben doch immer so Erfindungen. Hi, Bustle Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal, habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Ja. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedeckel, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Oh. Wie war nochmal das Rezept? Ach, das unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln, zack fertig. Glump. Glump. Ich bräuchte nur noch die Cola. Wem bringe ich die Cola denn jetzt auf? Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Okay. Mikrowelle. Och, nie hat man Popcorn dabei. Der Thermomix des kleinen Mannes. Ah, kann man die Cola damit öffnen? Cola ist mein Schmusi. Ich weiß, dass Cola dein Schmusi ist. So kriege ich sie nicht auf. Ich muss doch diese verdammte Cola irgendwie aufkriegen. Aber wie? Lüftungsschacht. Ich versuche jetzt einfach mal alles. So kriege ich sie nicht auf. Pff. Really? Poster. Wie bringt man denn eine Cola auf? Echt jetzt? Das ist doch... Rein theoretisch müsste hier doch irgendwas zum Öffnen sein. Aber was? Kühlschrank. Kann man wieder zumachen. Igitt, den kriegt der Praktikant. Wem sein Schlagzeug ist denn das? Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Jo, das wird langsam... Mhm. Also wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, wie wir diese Cola öffnen. Ich gebe die mal dem. So kriege ich sie nicht auf. Auch nicht. Plakate, Handtücher, Plüschtrizi, Actionfiguren, VHS, Taschenlampen. So kriege ich sie nicht auf.
Kann der mir sie nicht einfach aufmachen? So kriege ich sie nicht auf. Habe ich, glaube ich, auch schon versucht. Jo. Was soll mal Zuschauer? Mal gucken. Kann man mit denen reden? Die Hälfte von denen habe ich bei Facebook geblockt. Also, jetzt muss ich mir echt mal überlegen, wie machen wir denn hier? Ich nehme nochmal ein paar Schnipsel da. Hättest du lieber einen Handjob von Edward mit den Scherenhänden oder einen Footjob von Oscar Pistorius? Vielleicht kann man da jetzt was öffnen. Lieber nicht. Auch nicht. So. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich muss echt überlegen, was man hier machen könnte. Was könnte man denn? Habe ich schon gefragt. Den Eimer brauche ich. Warum habe ich eigentlich noch den Eimer? Partyraum brauche ich auch nicht. Ich frage nochmal hier den Beefträger. Der wird was wohl wissen. Sonst dauert das mir hier zu lange. Ach, ist egal. Nee, da hat nur das. Mit dem Publikum kann ich auch nicht reden. Vielleicht kann Bart mir noch was sagen. Irgendwas. Hi Bart. Hi Bart. Oh. Hey. Ups. Sag mal. Das hab ich. Hast du Feuer für mich? Willst du etwa wieder Fürze anzünden? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Ein Feuerzeug. Wenn das jetzt... Na toll, ach, jetzt komm. Ist das Feuerzeug im Arsch. Dafür ist die Cola endlich offen. Da wird Bart aber sauer sein. Lieber nur ein paar Tropfen. Zack, fertig, Glump. Wir haben das Glump. Hat ja nur ganz wenig gedauert. Also, jetzt müssen wir das wahrscheinlich dem William eintrichtern. Nee, der ist nicht da. Der ist in seinem... Da unten. Und runter. Also, Trichter rein. So. Und rein damit. Zack, fertig. William Kohn. Jabadabadu! Ach so. Jan, mein Lieber. Ich hatte den verrücktesten Traum. Ja, ja, ist ja gut. Gern geschehen. Die Sendung fängt jetzt an. Alright, ich bin allzeit bereit. Alles klar, Leute. Dann kann es ja losgehen. Haben alle ihre Texte? Oh. William? Ich bin ready. Er ist ready. Bastel Brothers? Zack, fertig. Beefträger? Jan? Jan! Wo ist der Boss? Okay. Was habt ihr mit dem Boss gemacht? Keiner verlässt den Raum. Ihr seid alle verdächtig. Thank you.
Ja. Das heißt wohl, es gibt mal einen zweiten Teil. Polizisten, so ist doch der Typ, der das Lied Ich hab Polizei gemacht hat. Das ist, jo. Dann war's das wohl mit dem Spiel schon. Mann und die freie Radikale. Oh, das war's dann wohl. Ja, das war die erste Episode von Neo Magazin Royale, das Spiel. Und ja, hoffen wir, dass da bald mehr kommt. Hat ja eigentlich ganz schön Spaß gemacht. Eine Stunde lang. Na gut, ich wünsche euch dann noch schönen Tag und viel Spaß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder einen Comment. Oder ein Abo. Oder was auch immer. Mir egal. Auf Wiedersehen.